Hi Leute! Und da sind wir wieder zurück beim Kampf gegen die Bruxer. Man konnte Mondstaub benutzen, war das nicht so? Ach ja, Alchemie mussten wir gehen und gucken, ob wir Mondstaub herstellen können, ne? Mondstaub, Mondstaub, wir schon. Keine Ahnung, wo das ist. Großes rotes Muttergen. Vollkommen gut. Stelle ich jetzt erstmal sinnfrei her, nur damit wir unser Muttergen weiter skillen können. Mondstaub. Keine Ahnung. Alter, wie geht denn das überhaupt? Dann greifen wir auf Irden zurück. Ich weiß es nicht. Schön Irden. Ja genau. Hallo Bruxa. Da kannst du gerne drin bleiben. Das ist voll gut. Voll lieb von dir. Jetzt blutst du dich erstmal wieder zur Tür. Komm mal rein. Komm her. Komm her. Ja, du kannst mich mal. Leck mich doch am Arsch. Ja, der Kanalratte. Au. Ich bleib mal hier drin. Los. Schweibe. Na, jetzt bin ich aus dem Weg. Na, da bist du. Ich sehe dich, ja. Ja, ausgewichen, ne? Ah, Mist. Ja, den hast du nicht geblockt, ne? So. Ah, Mist. Oh, jetzt aufpassen. Jetzt aufpassen. Oh, weg, 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 weg. Ja, komm her. Ja, da ist er drin. Verdammt. Ah, jetzt hast du mich getroffen. Jetzt möchte ich sie aber auch nochmal treffen. Habe ich gerade Bock zu. Au, au. Jetzt aber mal aufpassen hier, ne? Mal wieder ordentlich regenerieren. Der Apfel ist gleich aus. Achso, die ist tot. Na denn. FFN nehmen wir. Puh. Bruxa. Sienna hat die Verabredung nicht eingehalten. Und, tja, Detlef hat es ernst gemeint. Scheint so. Jetzt brauchen wir einen Plan, der was taugt. Das hier geht zu weit, verdammt. Amit. Du hast erwähnt, dass es eine Möglichkeit gibt, Detlef hervorzulocken, die dir aber zu gefährlich ist, um sie zu nutzen. Habe ich das so gesagt? Dann vergib, dass ich mich so missverständlich ausgedrückt habe. Gefährlich ist eine skandalöse Untertreibung. Regis, ein weiterer innerer Monolog aufgrund eines persönlichen Dilemmas. Würdest du mir bitte einfach sagen, wie man Detlef zu einem Treffen zwingt? Alles zu seiner Zeit. Zuerst, Geralt, möchte ich dir eine Alternative vorstellen. Immerhin könntest du Detlefs Forderung erfüllen und seine geliebte Sienna befreien. Oh Gott. Oh Gott. Ich hör's mir an. Detlef glaubt noch, dass Sienna unschuldig ist. Ich glaube, er hat Verdacht geschöpft. Das muss er. Und er will begreifen, was passiert ist. Und deswegen hat er dem gesamten Herzogtum den Krieg erklärt? Tja, nun, Mäßigung war nie seine Stärke. Ja, toll. Du willst Sienna wirklich befreien und Detlef ausliefern? Ich kann nicht glauben, dass du das für klug hältst. Es ist schwer zu glauben, ich weiß. Aber Detlef ist nicht böse, sondern nur impulsiv. Er muss sie sehen und mit ihr sprechen. Dann verschont er die Stadt. Hm. Selbst wenn ich einverstanden bin, Anna Henrietta wäre es niemals. Kann mich nicht in Sinn vorgeschlagen zu haben, sie um Erlaubnis zu bitten. Ich habe jede Menge Vorbehalte. Wir wissen nicht einmal, wo Sienna festgehalten wird. Du hast die Herzogin gehört. Im Gefängnis ist sie nicht. Das ist kein Vorbehalt, sondern eine Ausrede. Ich bin sicher, dass du sie finden kannst, wenn du es dir nur vornimmst. Hm. Ich könnte Damien fragen. Die Herzogin behandelt ihn wie einen Schoßhund. Er ist meistens in ihrer Nähe. Vielleicht weiß er mehr. Na bitte. Ich wusste, dass dir was einfällt. Bravo. Ja, bravo. Dieses Treffen. Was ist, wenn es nicht so läuft, wie du sagst? Was, wenn es zum Kampf kommt?
Garantierst du für Sianas Sicherheit? Es ist überaus unwahrscheinlich, dass... Ich will keinen Vortrag über Wahrscheinlichkeiten, sondern eine klare Antwort. Ja oder nein? Ich schwöre, dass hier kein Haar gekrümmt wird. Habe bei deinen Haaren? Vorbehalte damit zerstreut? Nicht so eilig. Wir sind noch nicht fertig. Sondern... Wie würde ich Detlaff denn aus dem Versteck locken, wenn ich wollte? Mit Jungfrauenblut? Nun, irgendwo in der Gegend lebt ein seltenes Wesen. Einer der Unsichtbaren. Es sind uralte, mächtige Vampire, die zu den ältesten und stärksten gehören. Mhm. Und? Toussaint ist das Territorium dieses Unsichtbaren. Alle Vampire schulden ihm Gefolgschaft, solange sie hier sind. Er braucht es nur zu verlangen und Zeit und Ort festzulegen, dann muss Detlaff erscheinen. Wie bringen wir diesen Unsichtbaren denn dazu, Detlaff herbeizurufen? Wir müssen ihn überhaupt erstmal finden. Der Unsichtbare empfängt keine Fremden, wenn es nicht sein muss. Aber Leute von hier, Orianna zum Beispiel, weißt du, sie ist auch... Ja, schon das klar. Dachte ich mir. Also schön, sagen wir, sie bringt mich zum Unsichtbaren. Was dann? Weiß ich nicht. Du wirst wohl improvisieren müssen. Geil. Verstehe. Also muss ich ihn entweder erpressen oder besiegen. Du kennst meine Wahl. Wenn wir Sianna befreien und zu Detlaff bringen, besteht eine Chance, dass wir und Detlaff aus diesem Schlamassel alle lebendig rauskommen. Regis, ich will dir nicht das Schwert auf die Brust setzen, aber ich muss es wissen. Wenn ich beschließe, gegen Detlaff zu kämpfen, auf wessen Seite stehst du dann? Wenn du meinst, dass dein Schwert die einzige Lösung ist, werde ich dir nicht im Weg stehen. Das weiß ich zu schätzen. Das hoffe ich doch. Und nun sag mir, was wirst du tun? Ich weiß es nicht. Gott. Leute, was soll denn das? Sianna befreien und mit... Tut mir leid. So. Aber hier sterben Leute. Ich habe keine Zeit. Erst recht nicht, um bizarre Pärchen zu therapieren. Verstehe. Schade. Du weißt, was zu tun ist. Geh zu Orianna und bitte sie, dich zu dem Unsichtbaren zu führen. Vielleicht ist sie einverstanden. Und was tust du? Jetzt? Was ich kann, um die Anzahl menschlicher Opfer gering zu halten. Wenn du erfährst, wo der Unsichtbare ist, gib mir über die Raben Bescheid. Ich komme und helfe dir. Selbst dann, wenn du gegen Detlaff kämpfen musst? Selbst dann. Viel Glück, Geralt. Es ist alles nicht mehr lustig. Gar nicht. Oh Gott. Oh Gott. Leute, das ist doch... Oh. Oh. Oh, mächtige. Was ist das denn? Besiege die Vampire, die die Stadt angreifen, bevor du ihm das Denkmal kommst. Was? Level 36? Echt? Gerade nicht. Danke. Oh. Aber gucken wir mal. Fehlgeschlagen innerhalb des ganzen Spiels sind 5, 6 Quests. 7 Quests. Und die Hälfte davon wahrscheinlich auch nur, weil ich sie wegen irgendeinem Point of No Return nicht machen konnte. Ist okay, denke ich. So schlecht habe ich mich gar nicht angestellt. So. Orianna. Wo ist der nächste Schnellreisepunkt? Das denn? Frag Orianna. Und das ist der andere, ne? Nee. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich machen soll hier. Das ist. Was erzählst du mir gerade, du Affenarsch? Ich versuche hier gerade Schlägereien zu vermeiden. Oh, ist das nicht lustig? Ist das. Willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt soll ich mich von einem beliebigen Vampir hier auch gleich noch... Na toll, natürlich. Leck mich doch. Weg.
Daneben! Daneben, du Arsch! Ja, ja, ist okay. Komm, komm her! Bitte auf dich spucken. Ich könnte, du Drecksack. Kann ich meditieren gerade? Geht das? Ich weiß, es ist überhaupt nicht rollenspielgetreu. Es geht gerade nicht anders. Ich brauche... Ja. Ich brauche neue Tränke. Ah, ich habe neue Tränke. Gut. Alter. Vampire lauern mir auf. Detlef hat was gegen mich. Ich muss einen Unsichtbaren finden. Ich muss mit Oriana reden. Was soll ich denn alles noch machen? Kann ich mal irgendwer anders sich um die Probleme des Herzogtums kümmern? Nein, da muss ich alles Geralt von Riva machen. Immer der gleiche Scheiß, wenn ich das spiele. Alles hängt von mir ab. Deswegen hasse ich es auch. Vielleicht will ich jetzt Plötze rufen hier langsam mal. Ja, Plötze, komm her. Du bist jetzt nochmal treuer Begleiter. Wir reiten jetzt einfach mal los und da kommt ein Mob auf mich zu. Ich will weg hier. Da ist ein Vampir. Ne, den Garkin. Ich. Ja, sag, komm, jetzt töten wir jetzt auch noch. Ja, ja, schlag mal zu, du Arsch. Warum höre ich nichts? Was da mit dem Punkt kaputt? Ja, spring mal. Ich bin wieder hier. Au! Hier ist irgendwas mit dem Punkt gerade kaputt. Wenn das mit dem Punkt kaputt ist, dann ist auch was mit meiner Kampftechnik kaputt. Dann gehe ich halt ein bisschen aggressiver zu starten, ne? Das ist ganz... Komm, vergiss es. Ja, ja, komm. Du tötest mich nicht. Du tötest mich einfach nicht. Nur fast. Ja, komm, so von neben drin. Komm, Plätze, machen wir weiter. Wir waren gerade auf einer Mission. Oh Mann, ey. Oh Mann, das ist doch nicht lustig. Was? Kommt denn hier die Pferdepanik her? Ach komm. Alles voller Buchsaß, denn die können wir alleine so kämpfen. Da habe ich keinen Bock zu. Ich fürchte nur, die kommen mir gerade nach. Nee, kommen sie nicht. War ich nicht der Schuhputzer? Nee, doch. Nee? Nee. Ach komm. Vergiss es. Ja, ja, ja. Daneben. Komm. Weiter hier. Ein Flatterer. Ich flatter dir gleich ein. Oh ja, da bin ich gerade abgeflattert. Hallo. Blöder Flatterer. Und nochmal ein dritter. Jawoll. Ja, daneben. Komm. Einen haben wir noch für dich. Dann flatterst du ab ins Reich der Winde. Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Das ist ja toll. Gibt's hier sonst noch was Wichtiges? Wo ich noch nicht weiß, was ich hier suchen soll. Ja, hier ist irgendeine Fußspur. Hier hat sich die Formation aufgelöst. Sie sind geflohen. Ich würde sagen, ich bin hier nicht richtig. Ich möchte jetzt zu Oriana. Komm, Geralt, rüber da. Das ist ein Gegner. Das Gegner ein Gegner sein. Ich muss schnell zu Oriana. Okay, jetzt weiß ich natürlich auch, warum es Point of No Return heißt. Dennoch finde ich es ziemlich hart gerade. Naja, komm. Da kann sich Regis drum kümmern. Weiß ich nicht. Oriana, lass mich rein! Oh, ich will hier rein. So, du alte Schnepfe, jetzt erzähl mir, wo es hier lang geht. Meine Herren, so viel Herzinfarkt habe ich lange nicht mehr gehabt. Aber geil! Geil! Ja! Hast du es gerade eilig? Und wie? Nun sei so gut und geh beiseite. Das Chaos in der Stadt. Weißt du, was da los ist? Natürlich. Es ist sehr ärgerlich. Ach, leck mich.
Ich muss den Unsichtbaren sehen und überreden, Detlaff aufzuhalten. Es ist dringend. Ich habe gehört, du könntest mir da helfen. Also wirklich? Der gute Regis braucht wohl eine Lektion. Er ist sehr indiskret geworden. Und du? Es gibt schlichtere Methoden, sich zu entleiben. Du könntest von irgendeiner Brücke springen. Ich will nur mit ihm reden. Reden. Köstlich. Er reißt dir den Kopf von den Schultern und macht Hackfleisch aus dir, bevor du auch nur den Mund aufmachst. Lass das, das werden wir noch sehen. Wirst du tun, worum ich dich bitte? Auch ich zöge es vor, wenn die Stadt wieder ruhig wäre. Aber ein solches Geheimnis einem Hexer offenbaren? Weißt du was? Komm mit mir. Ich muss noch etwas erledigen. Dann reden wir. Na gut. Menschen würde ich jetzt sagen, dass jede Verzögerung weitere Tode nach sich zieht. Aber ich bezweifle, dass dir das etwas bedeutet. Zu Recht. Das tut es nicht. Vampire. Wo willst du hin? Nicht weit. Siehst du, ich habe da eine Art Unterschlupf direkt vor Beauclair. Ein Waisenhaus, um genau zu sein. Mir haben die Vöglein zugeflüstert, dass dort etwas Schreckliches geschehen ist. Unter den aktuellen Umständen muss ich das ernst nehmen. Sicher verstehst du das. Durchaus. Gehen wir. Irgendwie habe ich gerade Bock, ihr auch den Kopf abzutrennen. Ich weiß nicht. Ja. Krasse Story, Leute. Krasse Story. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe gerade Bock auf ein drittes Witcher-Add-on. Ich gebe jetzt zu, dass ich erst 3 Tage vor Blood and Wine Bock auf Blood and Wine bekommen habe. Weil ich dachte, ich habe mich überwitchert. Aber jetzt muss ich sagen, man kann sich irgendwie nicht überwitchern. Auch wenn ich das nächste Mal nur 1 Tag vorher Bock habe. Ich glaube, ich muss das spielen. Aber leider gibt es keins. Also bis jetzt noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Oder ein Witcher 4. Ey, das hier muss ja Vermögen gekostet haben. Tja, ich habe nun mal eine Schwäche für Kinder. Das heißt? Das heißt, dass ich... Moment, riechst du das? Blut. Nein. Was ist passiert? Wo ist Anno? Rede! Psst! Sonst kommt das Monster. Ich würde sagen, jetzt müssen wir mal wieder unsere Fähigkeiten schon spielen lassen. Gut, Kleiner, du bist in Sicherheit. Solche Angst. Solche Angst. Wovor? Du kannst es uns sagen. Lass dir Zeit. Ich bin von den Glocken aufgewacht. Und von den Schreien. Ich habe mir die Decke über den Kopf gezogen. Aber sie waren so laut. Und dann hat irgendwas auf das Dach geschlagen. Bumm, bumm, immer lauter. Und Onkel Arno ist gekommen und hat gesagt, seid ganz leise. Psst, dann passiert euch nichts. Der Hurensohn hat sie im Stich gelassen und ist abgehauen. Gute Wortwahl. Vor einem Kind.
Wer ist dieser Arno? Der Betreuer. Er hat mit seiner Frau auf die Waisen aufgepasst. Gegen ein großzügiges Entgelt. Ich sehe sie nicht, ich höre und rieche sie nicht. Sie sind geflohen, haben die Kinder als Köder zurückgelassen. Onkel Arno hat gesagt, wir sollen still wie die Mäuschen sein. Dann kommt das Monster nicht. Aber es ist doch gekommen. Was ist dann passiert? Und dann? Bates, Njev, Mora und die anderen sind rausgelaufen. Aber meine Schwester Anna und ich haben uns hier versteckt. Aber Anna hat angefangen zu weinen. Ich habe ihr den Mund zugehalten und psst gesagt, bis sie aufgehört hat. Tapfer, sehr tapfer. Du hast sie. Lass ihn. Ich weiß jetzt genug. Ich auch. Ja, etwas jetzt habe ich es auch begriffen. Au, nein! Ich bleibe bei dem Scheiße. Er soll nicht schon wieder allein sein. Du jagst diesen Abschaum. Bring mir seinen Kopf, dann helfe ich dir mit dem Unsichtbaren. Gut. So machen wir es. Mal sehen, ob ich eine Spur finde. Wunderbar. Nur zu. An die Arbeit. Komm, nein. Ich sing dir was vor. Scheiße, hat er eine Schwester umgebracht? Scheiße. Wölfe schlafen tief im Wald. Durch den nun der Ruf der Eulen schallt. Doch nur eine Seele liegt ganz wach, hat noch an Hexen und Geister gedacht. Neues Quest, die Blutprobe. So, und während die gute Oriana den Theme-Song von Blood and Wine singt, möchte ich mich von euch verabschieden und hofft auf eine knackige nächste Folge, wie sie diese war. Ich bin so gespannt, aber ich brauche eine ganz kurze Pause, wieder mal Getränke nachwerfen. Es ist unheimlich heiß hier gerade und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.